Jahre her, doch eigentlich will ich mich gar nicht beschweren. Ich meine, Porno-Views sind keine Rendezvous, aber zumindest hatte ich Datenverkehr. Yeah, ich fühle mich gut zwischen Fastfood und Bier. Von dem Harz zu dem Motherfucking Vier. Mama sagt, dass ich bagatellisiere, sie erwartet schon gar nichts von mir. Auch wenn es unangenehm ist, muss ich gestehen, dass sie recht hat. Ich bin als Letzter der Family nicht sesshaft. Sie sagt, dass Frauen nein wollen, wenn man Geld macht. Ich ticke Crack Rocks, immer Werktags. Schlecht für das Karma, gut für den Etat. Ich hab immer was Bares in den Schuhen für den Bedarf. Ich hab immer ne 20 für die zukünftige Dame. Ein allgemeines Abitur tut für den Arsch. Doch zugegebenermaßen muss ich gestehen, es ist gar nicht einmal verkehrt für mein Tinder-Profil. Ja, meine Traumfrau ist weiblich, weit unter 30, mäßig gebildet, labil. Meine Strategie? Ha, to the right, to the right. Alles über einer 3 wird zur Seite geswiped. Auf keinen Fall übertreibe ich, mir reicht ein vielleicht und nur ein gegenseitiger Like. Ich hab alles durchschaut, denn meine Taktik geht auf. Und so wie sie mit mir schreibt, ist sie eine Rasse gebraucht. Noch ein bisschen massig gebaut, noch für das Treffen im Club. Nämlich ich danke für Kauf und deinen kräftigen Schluck. Ich dreh mir nochmal einen auf, bevor es soweit ist. Ich hoffe, das Eis bricht, wenn ich vor eine Line sniff. Sie macht erstmal auf heilig und beichtet beim 13. Uso. Sie sei high wie ein Uso. Baby, wir sind gleichermaßen high. Was heute noch passiert, erfährt niemand, nur wir allein. Nein, 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 nein. Komm, lass uns den Wodka noch teilen. Ich schenk ein, zwei, drei Gläser ein und wir fahren zu mir heim. Dort geht es ram, pa bam, bam, pa bam. Als ob wir uns nicht von Anfang an im Klaren waren darüber, dass wir das Gleiche wollen. Und jetzt liegen wir hier, du vibrierst. Dabei fangen wir gerade mal langsam an. Ich stehe noch die ganze Nacht, meinem Mann. Doch bei klarem Verstand werf ich mit Sicherheit noch nicht mal zu dir. Machst du nein, 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 nein. Ach, dieser Morgen danach. Ich hab von vornherein kein Wort mehr gesagt. Bei dem Mock hab ich mir Sorgen gemacht, ob vor mir nicht eine Verstorbene lag. Der Mund weit offen, die Schminke verschmiert. Ich schlucke meine Kotze, ich bin ein Kavalier. Sie ist nicht mal rasiert, ihre Beine sind gottverdammt haarig. Ich bin geschockt, doch was erwarte ich? Gar nichts. Es war eine einmalige Sache und das war's. Ich verarbeite sie bei einer Packung Goloas. Packe deine Tasche zusammen, solange du schnarchst. Füll die Badewanne mit Wasser zur Entspannung danach. Dieser Tag geht erst los, wenn du weg bist. Ich hacke großzügig Koks auf und weck dich. Hau, bitte setz dich, auch wenn es dich verletzt, bist du letztlich nicht mehr als ein Punkt auf der Checklist, echt. Zu meinem Erstaunen ist sie damit d'accord. Ich sah bei der Sache diese Antwort nicht vor. Ich bin überfordert, sage dazu kein Wort. Ich meine, macht sie was vor? War das Galgenhumor? Ha? Wie dem auch sein mag, ich mach die Bon klar. Genehmige mir einen Sonntagswodka. Wie ein Gottfahr, dammter Rockstar, bevor ich sie zum Bahnhofsvorplatz vorfahr. Nur noch eine Zigarette zusammen. Ich sag ihr, komm gut an, ich melde mich dann. Womöglich kommen meine Texte nicht an. Das hängt zusammen mit meinem Handyempfang. Ich stehe nichts an, da mit dem Tabak in der Hand, ihre Wurstfinger gleiten in meine Boxershorts. Sie beugt den Kopf nach vorn und fragt, ob ich noch bei einer Runde dabei bin. Baby, wir sind gleichermaßen high. Was heute noch passiert, erfährt niemand, nur wir allein. Nein, 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 nein. Komm, lass uns den Wodka noch teilen. Ich schenk ein, zwei, drei Gläser ein und wir fahren zu mir heim. Dort geht es ram, pa bam, bam, pa bam. Als ob wir uns nicht von Anfang an im Klaren waren. Das Gleiche wollen und jetzt liegen wir hier. Du vibrierst, dabei fangen wir gerade mal langsam an. Ich stehe noch die ganze Nacht, meinem Mann. Doch bei klarem Verstand treff ich mit Sicherheit noch nicht mal zu dir. Machst du nein, 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 nein. Ich bin jetzt Elite-Partner, Menge zertifizierte Kappas. Wie zum Beispiel eine Hau, die den Doktor der Medizin gemacht hat. Ich bin in sämtlichen Portalen vernetzt. Ich hab Arschippen weg. Ich arschficke jetzt. Baby, wir sind gleichermaßen high. Was heute noch passiert, erfährt niemand, nur wir allein. Nein, 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 nein. Komm, lass uns den Wodka noch teilen. Ich schenk ein, zwei, drei Gläser ein und wir fahren zu mir heim. Dort geht es ram, pa bam, bam, pa bam. Als ob wir uns nicht von Anfang an im Klaren waren darüber, dass wir das Gleiche wollen und jetzt liegen wir hier. Du vibrierst. Dabei fangen wir gerade mal langsam an. Ich stehe noch die ganze Nacht, meinem Mann. Doch